Hey Romeo, wie wär's, wenn du mich hoch in die Luft springen lässt? Gute Idee. Hoppidi, hoppidi, ho! Juhu! Super Gecko Muskeln! Hey, was hältst du von Pirouetten? Pirouetten? Gefällt mir. Ja! Was? Romeo, ich wette, du kannst mich nicht tanzen lassen. Ich kann auch tolle Saltos. Der Rathausplatz, Zeit für das Böse. Okay, sie zielt genau auf Romeo. Und was willst du mich jetzt noch machen lassen? Mal überlegen. Oh ja. Oh, nein, nicht ich. Das darf doch nicht wahr sein. Niemand wird gern ferngesteuert, Romeo. Und wenn du anderen was wegnimmst, was dir nicht gehört, musst du es zurückgeben. Wie kannst du es wagen, mich zu steuern? Findest du es nicht auch unangenehm, wenn sich Nachtschurken beschweren? Du hast recht. Und jetzt kannst du uns helfen, die gestohlenen Fernbedienungen und ihre Bauteile zurückzubringen. Vergesst nicht die erste phänomenale Romeo-Fernbedienung. Hey, die Teile für unsere Hubschrauber-Fernbedienung. Danke, Romeo. Und danke, Leute, für diesen hervorragenden Plan. Danke dir, dass du so ein toller Teamleiter warst. Letzten Endes. Ich glaube, Romeo hat genug. Wir bringen die restlichen Fernbedienungen und die Satellitenschüssel zurück. Es macht keinen Spaß, jemanden fernzusteuern. Nicht mal einen Schurken. Ja. Das war das letzte Mal, dass ihr mich ferngesteuert habt. Ich komme wieder. Aber nicht heute Nacht. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Oh. Du hast meinen Plan zerstört. Hey. Und du meinen. Pass auf. Boah, ist das schwer! Eine Catboy-Kopie, Meister! Eine Catboy-Kopie, Meister! Das ist eine Katastrophe! Wieso hast du nicht auf uns gehört? Wir sind ein Team, schon vergessen? Tut mir leid, ich hab's vergessen. Und meine Kopien erst recht. Entschuldigung! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Super Katzentempo! Wenn wir meine Kopien befreien, sind wir genügend Leute, um die Roboter zu besiegen. Irgendeine Ahnung wie, Team? Ich habe eine tolle Idee. Die PJ Masks sind da drüben, hinter den Bäumen. Lasst die Catboys los und schnappt sie euch. Halt, ihr Blechdosen! Bin gleich da! Das ist eine Falle! Okay, Catboys, jetzt kommen eure Baumstammerfindungen. Hallo! Au, ouch! Oh, ouch! Oh! Ja! Hier kommt der Rest. Alle auf eure Position. Kommt schon, Roboter! Was führt ihr Pyjama-Plagegeister im Schilde? Oh! Oh. Oh. Oh, Hasenwasser. Und jetzt der letzte. Super Katzentempo. Schnapp dir die Katze, Roboter. Nein, 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 nein. Oh. Geh runter von mir. Ah, dir werde ich's zeigen, Biker Boy. Katzenschwein. Deckung. Also werde ich sie alle platt machen. Unglaublich, Catboy. Du hast uns alle gerettet. Danke. Mein Fahrrad war auch ziemlich toll. Vielleicht ist es doch so cool wie mein Katzenflitzer. Schön, dass es dir jetzt gefällt, denn unsere Superfahrzeuge werden gleich geschrottet. Das werde ich schon verhindern. Nachdem ich weiß, wie cool mein Fahrrad ist, kann ich es noch vor Romeo zum Labor schaffen. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Katzentempo. Lass die Fahrzeuge runter, Romeo! Ah! Bleib zurück, Pyjama-Plagegeister!
Ja! Huh? Super Katzenfahrrad! Nein! Ich hab sie! Damit kommt ihr nicht durch! Dann steuere ich meinen Magneten eben von meinem Labor aus! Du kannst unsere Fahrzeuge ruhig platt machen, aber damit schrottest du auch dein Labor. Denn ich weiß jetzt, wofür diese Knöpfe hier sind. PJ Masks, los! Wirklich geglaubt, ich lasse mein Mondbord zu Hause, Dummerchen. Super Eidechsengriff. Oh nein, das Hauptquartier. War das etwa ich? Catboy, ich schaff's nicht mehr lange. Halte durch, Eulette. Ich komme. Katzenbrüller. Ich nehme mal an, du gibst mir daran die Schuld, Eidechsenfuß. Nein, ich muss aufhören, immer dich zu beschuldigen. Das ist nicht deine Schuld, sondern meine. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Richtige Helden nehmen die Schuld auf sich und richten es wieder. Super Gecko-Muskel! Es ist meine Schuld, dass Luna Girl Camerons Auto hat. Ich habe es nachts draußen gelassen. Ist schon gut, Gecko. Wir holen es gemeinsam zurück. Und ich glaube, ich weiß auch schon wie. Hä? Fang uns doch! Hey, das gehört mir! Das Auto, dann bekommst du es wieder. Na gut. Nächstes Mal besiege ich euch, Pyjama-Plagegeister. Moment, das ist es. Ich kann an Dingen kleben bleiben und ganz nach oben klettern. Es gibt doch viele Lösungen für ein Problem. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Eidechsengriff. Aha, da bist du ja. Aber du entkommst mir nicht ewig. Du hältst dich wohl für schlau, oder? Aber dein Glück verlässt dich bald. Gut gemacht, Gecko. Aber wie kriegen wir jetzt Romeos Maschine? Keine Sorge, ich weiß doch, wie wir das Problem lösen. Spring weiter, Eidechsenfuß. Ich werde dich bald mit meiner Anti-Schwerkraftmaschine erwischen. Cooles Chamäleon. Genau so etwas habe ich gesucht. Jetzt habe ich dich. Das Schild ist viel zu klein, um dich zu schützen. Ja, aber ich benutze es nicht als Schild, sondern als Spiegel. Hey, Romeo, du würdest mich nicht mal treffen, wenn ich 3 Meter groß wäre. Volltreffer. Nein! Meine Anti-Schwerkraftmaschine, bleib her! Schnapp sie dir! Nein! Oh, ja! Leg den Schalter um, Catboy! Es wird Zeit, dass die Dinge wieder Boden unter die Füße kriegen. Nein, nein, nein! Du ruinierst meinen Plan! Ich kann wieder fliegen! Ja! Das Hauptquartier steht wieder auf der Erde. Jetzt bist nur noch du an der Reihe, Catboy. Wuhu! Wuhu! Das ist ziemlich cool.
cool. Ich hatte so Angst, dass ihr meine Kräfte einsetzt, dass mir gar nicht aufgefallen ist, wie viel Freude es macht, sie zu teilen. Danke, dass du uns das Fliegen beigebracht hast. Das ist ein echter Knaller. Und es macht viel mehr Spaß, als ich dachte. Seht nur, da ist Romeo. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Diese Kräfte sind unglaublich. Romeo, du wirst unsere Kräfte nicht länger nutzen. Was wollt ihr denn tun? Etwa mal einen PJ-Kräftekopierer zerstören? Den zu bauen hat viel Zeit gekostet, damit er eure Kräfte freisetzt. Hey, ist eine gute Idee. Ups, das würde natürlich gehen. Aber was wollt ihr ausrichten gegen meine Super-Gecko-Muskeln? Und nicht vergessen, immer mir folgen. Jetzt hoch! Wow, super Eidechsengriff! Ihr habt Romeo gehört. Wir müssen uns bloß dieses Gerät schnappen. Und jetzt rechts. Olette! Super Katzentempo! Und jetzt umzingelt ihn. Super Katzensprung! Jetzt setzt eure Super-Eulenflügel ein. Wir pusten ihm den Kräftekopierer einfach aus der Hand. Eulenflügel wind! Es funktioniert! Schlagt schneller! Super Katzentempo los! Super Eidechsengriff! Noch etwas fester! Nein! Eulians, Hilfe! Ich hab euch! Jetzt werden wir sehen, wer der beste Paradenanführer ist. Du hast ja nicht mal eine Trommel. Helden brauchen keine Trommel, Nachtninja. Nicht, wenn sie Supermoves drauf haben wie diese. Los, PJ Masks. Geben wir dieser Parade den Rhythmus zurück. Ja! Yeah! Was? Den Ninjalinos gefällt dein Rhythmus. Sie marschieren dazu. Du hast recht, ich kann sie anführen. 1, 2, 3, 4. Schaut links, schaut rechts, drehen und zurück. Und einen Achter bilden. Und Formation. Ninjalinos, in Position. Hört auf, Ninjalinos! Was? Das sind meine Ninjalinos, nicht deine! Sie folgen nur dem besten Rhythmus, Nachtninja. Diese Klebeklatscher werden eure Parade stoppen! Wenn ich nicht die Parade anführe, tut es niemand! Parade, Aufstellung, in einer Reihe! Ich brauche sie zwar nicht, um sie anzuführen, aber ich verhindere, dass du die Parade kaputt machst. Ihr PJ Masks habt alles ruiniert. Tut uns leid, Nachtninja, aber das ist nicht deine Parade, sondern unsere. Und alle wollen, dass sie bunt und lustig ist. Und deshalb haben wir dich gestoppt. Diesmal mögt ihr mich aufgehalten haben, aber nächstes Mal wird es nicht so leicht werden. Gib auf, Nachtninja, und gib den Streitwagen. Niemals! Er gehört jetzt mir. Genau wie diese Ninjalinos. Sie werden dir niemals gehorchen. Ninjalinos, es tut mir leid. Wirklich. Ich bin nicht eure Anführerin, nur jemand, der eure Hilfe braucht. Oh, huhu. Erspar uns dein Geheule, Piepmatz. Beachtet sie gar nicht. Ich bin euer Anführer. Was? Was ist da los? Wir sind zu schwer. Springt alle raus. Sofort. Wovor habt ihr denn Angst? Ihr seid Ninjas. Alles wird gut. Und jetzt springt. Oh nein, er befiehlt ihnen zu springen. Wir müssen ihn retten. Ich hab dich. Gut, alles okay? Ja.
na gut, Ninja Linus. Ja, es tut mir leid. Vielleicht war ich doch etwas zu streng mit euch. Kommt her. Kommt zu mir. Oh, ich hab euch auch lieb, meine Ninja Linus. Du bist ja doch nur ein Schmusebär. Das reicht jetzt. Gehen wir. Unsinn zu treiben und macht euch bereit auf mein fulminantes Finale! Es tut mir echt so leid. Ich habe wieder an morgen gedacht und muss das Seil falsch verknotet haben. Popstar, Popstar, Popstar! Wenn er weiter singt, dann zerspringt die Glasdecke und jedes Fenster in der Stadt. Er ist so stolz, dass er niemals aufhören wird zu singen. Ich darf keine Angst mehr haben, vor anderen spielen zu müssen. Ich suche mir ein Instrument aus. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Super Katzentempo! Ja? Oh, alle sehen mir zu. Hey, es ist gar nicht so übel. Was macht ihr denn hier hinten? Ninja Linus! Ohne meine Band bin ich kein Popstar! Zu mir! Es ist Showtime, Ninja Linus! Popstar, Popstar, Popstar! Genug! Vor Publikum zu spielen, okay? Es macht sogar richtig Spaß. Das werdet ihr mir büßen, ihr kleinen, peinlichen Pyjama-Helden. Ich spiele mit meinem Zugset, während ihr damit zu kämpfen habt. Chuchu, Pyjama-Plagegeister. Schade, dass wir diesen Move nicht gemacht haben. Ich weiß, du hattest recht, Catboy. Ich hatte Angst davor, einen Fehler zu machen. Aber wir hätten dir geholfen. Es war mir zu peinlich. Soll ich dir was sagen? Ich weiß nicht, ob ich unseren Trick verstanden hätte. Überall diese Linien. Total verwirrend. Deswegen werden wir jetzt was dazufügen. Hä? Wenn wir auf Position sind, machen wir dieses Zeichen und dann schlägst du dein Rad. Hätte ich euch doch nur die Wahrheit gesagt, dann hätte Romeo keine Chance gehabt. Die hat er auch jetzt nicht. Worauf ihr wetten könnt, wir machen jetzt diesen Move. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Zug, gib dein Schlimmstes! Steige empor, Romeo will! Angriff! Hey, Romeo! Du kommst zu spät, Katzenklo-Bubi! Die Welt gehört mir! Hier drüben, Romeo! Eidechsenfuß? Warum taucht ihr nicht alle gleichzeitig auf? So muss ich alles dreimal erklären. Ihr kommt zu spät! Was rummelt ihr da mit den Händen? Fliegendes Rad, genau zur richtigen Zeit. Wow! Wir sind alle gleichzeitig aufgetaucht. Dein Plan ist gescheitert. Nein! Ich wollte doch verstinken. Ups. Catboy! Hat sie erwischt. Ich muss Romeo ablenken, bis Gecko diese Uhr gestoppt hat. Aber Meister, ich hab sie doch schon geschnappt.
Beschwerst du dich wieder? Hauptsache, wir haben das Spatzenhirn langsamer gemacht. Fang mich doch, wenn du kannst, Romeo. Super Katzentempo. Hör auf, mich abzulenken. Ich muss noch diese Stadt langsamer machen. Du schon wieder? Aber diesmal lenkst du mich nicht ab. Super Katzensprung! Jetzt verlangsame ich die ganze Stadt. Oh nein. Leute, das nenne ich eine Party. Oh. Das wird der Kracher. Super Gecko-Muskel. Was? Yay. Du hast es geschafft, Gecko. Wie bist du raufgekommen? Du bist doch noch langsam. Ja, ich bin langsam, aber ich habe mich nicht ablenken lassen und war rechtzeitig hier oben. Oh-oh. Ja! Ja, Schluss mit langsam! Seht her! Tanzen Go-Go, den Gecko, Go-Go! Los, Gecko! Los, Gecko! Flieg! Super Eulenflügel! Gut gemacht, Eulette! Eine Minute noch. Gib es mir. Ich bin gleich fertig mit dem Level. Catboy, bewache du Romeo und den Roboter, während ich Gecko ganz leise zum PJ-Hauptrechner fliege und ihn dort absetze. Gut, dann deaktiviere ich die Rakete mit Hilfe meiner Super-Gecko-Tarnung. Eine Minute noch. Na gut, aber dreh den Ton leiser. Super Gecko-Zahnung. Was? Oh, ich hätte wissen müssen, dass dieses Ding unzuverlässig ist. Denn ich hab's nicht gebaut. Stimmt's, Roboter? Ach, vergiss es. Zumindest wird das Hauptquartier für immer zerstört. Los geht's. Was? Gute Reise, Romeo. Dein Teleporter ist bei uns gut aufgehoben hier im Hauptquartier. Beeil dich, uns bleiben nur noch Sekunden. Wir haben es geschafft. Das Hauptquartier ist sicher. Oh, diese Pyjama-Plagegeister machen mich so wütend. Roboter gewinnt. Ich fange euch, Meister. Das hatten wir doch schon, Nachtninja. Wartet's ab. Das ist total neu. Und wirklich, meine beste Idee aller Zeiten. Das Netz hast du auch schon mal benutzt. Oh, aber ihr habt das große Ganze noch nicht gesehen. Psst, wie funktioniert das? Ach ja! Ich habe gerade kein gutes Gefühl. Ich werde euch alle in euer albernes Hauptquartier schleudern. Dann bleibt ihr dran kleben und ich kippe euch noch mehr Kleber drauf. Ihr PJ-Klatscher werdet dort für immer kleben bleiben. Das ist alles meine Schuld. Wir würden jetzt nicht in der Klemme kleben, wenn ich meine Superrettung nicht hätte ausprobieren wollen. Wir müssen uns zusammentun, um aus dieser klebrigen Misere rauszukommen. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Schnell, Gecko, entklebe uns jetzt! Super Gecko muss gehen! Ja, du bist dran, Eulette. Zeit für abgefahrene Luftakrobatik. Alles klar, Super Eulenflügel! Und jetzt folgt die beste Superrettung aller Zeiten. Und die machen wir gemeinsam. Eulette, jetzt! Hey, Nachtninja, wir kommen!
aber das ist unmöglich. Wie wär's mit einer Runde PJ Masks Bowling? Ah! Nein! Gute Arbeit, Leute. Das war die abgefahrenste Rettung aller Zeiten. Bist du gar nicht sauer wegen deiner besten Superrettung aller Zeiten? Meine beste Superrettung gegen Nachtninja mit euch gemeinsam. Ja! Kra, kra, kra! Catboy, wir müssen Luna Girl einholen. Gut gemacht, Gecko! Oh, oh. Hier hätte ich auch aufräumen sollen. Super Gecko-Muskel! Oh, du hältst das für ein Spiel? Braves Vögelchen. Catboy und Soilette brauchen meine Hilfe. Und du hast mich auf eine Idee gebracht. Ich krieg zwar nicht alle Festwagen, aber dein Lieblingsfestwagen kann ich dir noch wegnehmen. Komm, Mondbord! Jetzt haben wir dich, Luna Girl. Glaubt ihr, ich lasse mich von Dosen aufhalten? Eure Gehirne wurden wohl auch geschrumpft. Macht Gecko. Aber wie locken wir diesen riesigen Vogel wieder an? Da ist er. Er braucht unsere Hilfe. Haltet durch, Gecko! Tut mir leid, dass ihr mir helfen musstet. Jetzt bewacht niemand das Hauptquartier. Nachtninja wird gewinnen. Ich habe gar keinen Super-Gecko-Spürsinn. Du hast doch schon super coole Kräfte. Wie Super-Tarnung und Super-Eidechsengriff. Und die sind genauso beeindruckend wie du. Ihr habt recht. Danke, Leute. Ringendes Reptil. Das ist der Mega-Miau-Alarm. Er hat unsere Flagge aber noch nicht gewonnen. Er muss sie erst noch zu seiner Basis bringen. Das Gecko-Mobil klebt fest, aber wenn wir ein anderes Fahrzeug nehmen, können wir ihn noch überholen. Und ich kann ihn aufhalten. Nicht mit dem erfundenen Spürsinn, sondern mit meinen eigenen Kräften. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Sobald ich die Flagge aufgestellt habe, gehört die Schule und das PJ Masks Hauptquartier für immer mir. Ihr kommt zu spät, PJ Masks. Kommt, Ninja Linus. Ich habe gesiegt. Wie es scheint, ist er einfach zu schnell, Catboy. Niemals können wir ihn daran hindern, noch zu gewinnen. Schade, dass euer kleiner Eidechsenfreund nicht da ist, um sich vor dem mächtigen Ninja-Sieger zu verneigen. Aber meine Ninja Linus können es. Was ist hier los? Wo ist meine Flagge? Oh. Mit mir hast du wohl nicht gerechnet, Nachtninja. Aber das kann nicht sein. Du warst doch gefangen. Bis meine Freunde mich gerettet und hier in Super-Gecko-Tarnung abgesetzt haben. Dann habe ich mir diese Flaggen geschnappt. Easy peasy Echsen einfach. Und jetzt entschuldige uns, wir müssen auch die Flaggen auf unsere Basis stellen und ein Spiel gewinnen. Die PJ Masks haben gewonnen. Das ist eure Schuld, Ninja Linus. Ihr habt meine Nacht-Ninjas Ninja-Nachtschule nicht verdient. Böse Schüler. Okay, auch wenn ich's vermassle, ich lasse euch nicht hängen. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Los jetzt, Catboy, du schaffst es. Es funktioniert, wie ich sehe. Als große Lachnummer. Die Bühne hat sie jetzt auch? Der Tanzwettbewerb ist nun mehr als gefährdet. Aber ich werde den Wettbewerb retten. Es ist mir egal, wie albern ich aussehe. Du solltest dich damit bei einer Comedy
Comedy-Show bewerben. Ist schon gut, Catboy. Ein Bart war nötig. Albern oder nicht, jetzt komme ich. Wirbelnder Tornado! Gemacht. Du hast es geschafft. Na! Retten wir den Schulball. Was? Na! Nein! Super Gecko Muskel! Weißt du was? Du hast ein gutes Rhythmusgefühl. Wirklich? Das sagst du nicht einfach nur so? Ich mein's ernst. Zeig uns deine Moves. Stampf weiter und dann machen wir den wirbelnden Tornado. Oh ja, das gefällt mir. Schau sie dir an. Catboy kriegt die Drehung richtig gut hin. Tut mir so leid. Ich hätte den Stein ins Hauptquartier bringen sollen. Hab ich aber nicht. Der Stein hat euch beinahe erwischt. Ist schon gut. Wir sind entkommen und das Hauptquartier steht wieder. Aber ihr seid in Gefahr gewesen. Jeder ist in Gefahr, solange dieser Stein noch rumpoltert. Ich fürchte, du hast leider recht. Macht euch zum Staunen bereit. Wenn wir das hier verwenden, wird der Stein noch viel härter aufschlagen. Niemals. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Wir hatten schon genug Ärger mit diesem Stein. Niemand hält mich auf, Eidechsenbubi. Das Medaillon wird mir gehören. Gecko, nein! Lauf! Weg mit dir von hier! Super Gecko Muskel! Wow! Das war aber wirklich ein mega harter Schlag. Ja, ich weiß gar nicht, wie es passiert ist. Ich habe mich vorher noch nie so stark gefühlt. Weil du uns vor dieser Gefahr retten wolltest, Gecko. Und dafür hast du deine ganze Superstärke rausgeholt. Ihr habt recht. Gib das Medaillon zurück! Es gehört mir! Niemals! Es gehört dir nicht! Aber ich habe den Stein zertrümmert. Ich habe ihn auf euer Hauptquartier geworfen. Du hast ihn geworfen, aber Gecko hat ihn zertrümmert. Mit seiner Superkraft. Aber das ist doch Unsinn. Wie kann eine Eidechse stärker sein als ich? Weil wahre Stärke darin liegt, sich um seine Freunde zu kümmern. Wo bleibt denn da der Spaß? Na gut, ihr Baby-Masks könnt es behalten. Aber ich komme wieder, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Und euch schicke ich in diesen alten Bergtempel zurück, wo ihr noch mehr trainieren müsst, Ninjalino. Du hast dieses Medaillon definitiv verdient, Gecko. Danke. Aber es stammt von weit her und es gibt eine Legende darüber. Wer braucht denn schon ein Medaillon? Ich gebe es dem Museum, dann können es alle bewundern. Cool. Und vielleicht kannst du irgendwie anders deine Stärke beweisen, bevor wir fertig sind. Mhm. Was können wir tun? Was können wir tun? Diese Samen sind überall. Oh. Sie fliegen dahin, wo der Wind sie hinträgt. Moment, das ist eine tolle Idee, Gecko. Wohin der Wind sie trägt. Wir müssen nur dafür sorgen, dass der Wind sie in die richtige Richtung weht. Ich weiß, was wir tun, aber ich brauche so viel gärtnerische Unterstützung wie möglich. Und was hast du vor? Kommt mit! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Bereit, Gecko? Es wird Zeit für unsere Operation Unkrautwind. Alle Samen. Ach ja, dann seht mir zu, wie ich neue wachsen lasse. Und jetzt probieren wir deine Idee aus. Normale Pflanzen lieben viel Licht und Wasser. Aber dieses Mondunkraut vielleicht ja nicht.
es funktioniert!